Hallo, meine lieben Zuschauer, da ist die Vanessa. Es ist an der Zeit, dass ich reinen Tisch mache und dass ich euch darüber aufkläre, was mit mir los ist. Ich habe ganz lange Zeit das unter den Teppich gekehrt, nicht erwähnt, nichts dazu gesagt, habe es geleugnet und wenn man so will, auch gelogen. Und jetzt ist es aber an der Zeit, dass ich euch die Wahrheit sage. Dass es mir nicht gut geht, ist inzwischen offensichtlich und ich wollte es für mich selbst einfach ganz lange nicht wahrhaben. Hab's mal sporadisch in einem Video gesagt, aber nie wirklich erwähnt oder bin darauf eingegangen. Und jetzt häufen sich aber die Zuschriften. Wir haben Hunderte, wenn nicht sogar Tausende auf meinen beiden YouTube-Kanälen geschrieben, dass ich zu dünn aussehe, ob es mir gut geht, ob ich noch gesund bin, ob irgendwas nicht stimmt mit mir. Und ich muss jetzt hier einfach mal reinen Tisch machen. Es ist nicht übersehbar, dass ich in den letzten Monaten dramatisch viel Gewicht verloren habe. Ich sollte ungefähr 65 Kilo wiegen, das ist so das Mittelmaß bei meiner Körpergröße und ich wiege aber aktuell nur noch 47 Kilo. Dieser Gewichtsverlust ist natürlich nicht von mir herbeigeführt, auch wenn es vielleicht so aussieht. Ich habe ganz viele besorgte Zuschriften bekommen, ob es mir eben gut geht, ob ich irgendwelche gesundheitlichen Probleme habe, aber eben auch, wie immer, auch blöde Kommentare so. Zum Beispiel, wenn du noch dünner bist, dann kannst du dich hinterm Grashalm verstecken und so weiter und so fort. Und natürlich ist es nicht von mir gewollt, dass ich so dünn bin. Ich weiß auch, dass es nicht gesund ist. Es hat alles einen organischen Hintergrund und ich möchte euch jetzt einfach heute darüber aufklären, dass ich da einfach mal ja reinen Tisch machen kann und dass jeder von euch weiß, was los ist. Um euch zu erklären, was ich habe, muss ich ein bisschen ausholen. Ich bin kein Freund davon, alte Leidensgeschichten aufzuwärmen, aber es spielt nun mal hier jetzt eine große Rolle. Ich hatte ja letztes Jahr einen schweren Verlauf der Neuroborreliose. Oberflächlich ist die Neuroborreliose zum Glück so gut wie verschwunden, aber es sind immer noch ganz viele Untergrundprozesse am Laufen, die mich jetzt auch in diese Lage, in der ich mich aktuell befinde, katapultiert haben. Dieser enorme Gewichtsverlust ist nicht mein Hauptproblem. Ich habe mit ganz anderen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Ich weiß im Moment ehrlich gesagt nicht, was ich aus dieser neuen Diagnose und der neuen Situation machen soll und wie es jetzt weitergehen soll. Als ich damals mit der Neuroborreliose im Krankenhaus gelegen bin, bin ich natürlich von Kopf bis Fuß komplett durchgecheckt worden, ob sonst noch irgendwo Ungereimtheiten sind und ob sonst organisch alles passt. Und es war dann soweit auch wieder im Reinen, aber man weiß ja, dass enorme Stresssituationen, und es war eine Stresssituation für mich, auch andere Ungleichgewichte im Körper herbeiführen. Und genauso ist es jetzt eben gewesen, dass ich damals alles abchecken habe lassen. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich hatte dann auch erstmal genug von Ärzten. Die Arbeit, die sie geleistet haben, war top, aber mein Maß war dann einfach erstmal voll und ich wollte meine Ruhe. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich war jetzt in der letzten Zeit fast gar nicht mehr beim Arzt und das ist mir jetzt leider zum Verhängnis geworden. Ich mag jetzt gar keine Werbung für meine Uhr machen, ich sage jetzt auch bewusst nicht die Marke, aber letzten Endes war es wirklich meine Uhr, die mich alarmiert hat, dass hier etwas absolut nicht in Ordnung ist. Denn also die Gewichtsabnahme, klar, die bemerke ich irgendwann selbst auch und ihr habt die auch bemerkt, aber diese Uhr überwacht ja so gut wie alles und ich habe immer wieder Alarme bekommen, dass ich eine abnormale Herzfrequenz habe. Sieht dann so aus. Also es ist ein akustisches Signal und die Uhr vibriert. Und ja, die misst einfach kontinuierlich die Herzfrequenz. Und aufgrund dessen habe ich auch gesehen, dass ich immer eine viel zu hohe Herzfrequenz habe, auch in Ruhepausen, wenn ich nur auf der Couch gesessen bin oder am Computer gearbeitet habe und wirklich keinen Stress und auch keine körperliche Anstrengung hatte, dass sie einfach viel zu hoch war. Und nachdem dann diese Alarme, die ich erst wirklich belächelt habe, ich habe es nicht ernst genommen, sich gehäuft haben und ja, das war eigentlich dann Routine, dass jeden Tag ein oder mehrere solche Alarme gekommen ist, habe ich eingesehen, dass ich jetzt nicht die Augen weiter verschließen kann, ich muss jetzt zum Arzt gehen. Der erste Schritt war dann der Gang zum Hausarzt. Da wurde ein EKG geschrieben. Das hat dann auch schon Auffälligkeiten gezeigt. Und zur Ursachenabklärung wurde dann ein großes Blutbild gemacht. Und hier hat man schon gesehen, dass die Werte nicht im Normalbereich sind. Und ich habe dann sofort die Überweisung bekommen. Meine Hausärztin hat für mich dann einen Termin vereinbart in der kommenden Woche für die Nuklearmedizin und zum Kardiologen. Der Nuklearmediziner schaut die Schilddrüse an. Die Schilddrüse ist ein Organ, das sitzt hier.
Und das beeinflusst eben so manchen Prozess, der im Körper stattfindet. Und bei mir waren die Schilddrüsenwerte im Blutbild so niedrig, also unter 0,01, dass sie eigentlich nicht messbar waren. Und das ist dann schon ein deutliches Alarmzeichen, dass hier absolut was nicht stimmt. Und in der Nuklearmedizin wurde dann ein Ultraschall gemacht und verschiedene Untersuchungen und auch nochmal Detailblutbilder. Und da kam dann raus, dass ich eine Autoimmunkrankheit habe, nennt sich Morbus Basedow. Und das ist eben eine Erkrankung der Schilddrüse, die Schilddrüse dazu anregt, viel mehr zu arbeiten, als sie eigentlich sollte. Eine Begleiterscheinung von diesem Morbus Basedow sind eben Herzprobleme, Herzrhythmusstörungen, hoher Blutdruck. Und ich hatte ja dann eben auch parallel schon die Überweisung zum Kardiologen, weil das auch abgeklärt werden muss, ob das ja tragbar ist oder ob man sofort irgendwas einleiten muss. Und beim Kardiologen wurde dann auch nochmal ein Ultraschall gemacht und nochmal ein EKG gemacht und Untersuchungen. Und ja, da kam eben raus, was im EKG sich schon gezeigt hat, dass ich einfach Herzrhythmusstörungen habe, dass die Herzfrequenz viel zu hoch ist und dass ich eine Verdickung des Herzmuskels habe, was auf schon länger herrührende Überbelastung einfach herzuleiten ist. Das Herz hat sich zu lange zu sehr angestrengt. Der Ist-Zustand hat sich in den letzten Tagen wirklich absolut dramatisiert, denn es ging mir ja verhältnismäßig gut. Ich habe meine ganz normalen alltäglichen Aufgaben alle immer noch erledigt, habe auch mich angestrengt körperlich und habe zwar schon gemerkt, okay, ich bin nicht so belastungsfähig, aber ich habe das einfach auch noch auf die Borreliose zurückgeschoben. Ich habe einfach gedacht, mein Körper braucht noch Zeit, ich bin noch nicht auf dem normalen Level, wie ich vor der Erkrankung war. Und dass natürlich dann im Hintergrund was ganz was anderes läuft, damit habe ich nicht gerechnet und ich habe es eben auch zu lange verdrängt. Und letztendlich war es dann so, dass ich, wenn ich nur gegangen bin, mich schon so überanstrengt habe, als ob ich jetzt joggen gewesen wäre, total außer Puste, das Herz hat gerast. Und dann war einfach für mich als Laie auch erkenntlich, okay, hier stimmt was absolut nicht und man muss jetzt sofort irgendwas ändern und zum Arzt gehen. Und es war dann, naja, ich fühle mich blöd, wenn ich sage, es war dramatisch, aber wenn dir dein Hausarzt Termine ausmacht innerhalb der nächsten Tage, wo du normalerweise 3 Monate drauf wartest, dann besteht da schon ein bisschen ein Handlungsbedarf. Und das ist mir dann auch bewusst geworden und ich habe mir dann auch gedacht, ob ich zu naiv war, dass ich so lange nicht zum Arzt gegangen bin. Aber ja, wie ich schon gesagt habe, ich hatte einfach genug erstmal von Ärzten, auch wenn sie mir nichts Schlechtes getan haben. Ich wollte einfach meine Ruhe und ich wollte es zu lange nicht wahrhaben, dass da was läuft, was behandelt gehört. Ich war schon immer eine sehr zierliche Person, also ich hatte noch nie mit Übergewicht zu kämpfen. Ich war immer unter dem Normalgewicht, aber aktuell ist es einfach absolut in die falsche Richtung. Ich verliere in der Woche, also jetzt in den letzten Wochen ungefähr 1 Kilo pro Woche und bin jetzt im wirklich schon dramatischen Untergewicht. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo das hinführen soll und wann das gestoppt werden kann. Dieser Krankheitszustand hat sich natürlich auch auf meine Videoproduktion ausgewirkt. Ich war in den letzten 2 Wochen nicht in der Lage, irgendwas zu drehen, zu produzieren. Ich drehe ja gerade meine Sei-Vorbereitet-Serie für euch, die mir auch unglaublich viel Spaß macht. Das ist einfach mal was Neues. Ich schaue gern über den Tellerrand hinaus und entdecke ja, neue Themen und war jetzt schon mehrmals draußen, habe schon meine Sachen gepackt gehabt, war vor Ort, wollte anfangen zu drehen und habe dann einfach gemerkt, es geht nicht, ich schaff's nicht, ich bin nicht in der Lage dazu, meinen alltäglichen Dingen nachzugehen. Das Ganze hat jetzt nicht nur Einschränkungen, was mein Privatleben betrifft, sondern natürlich auch auf beruflicher Ebene. YouTube ist ja für mich nicht nur ein Hobby, sondern wirklich mein Job. Ich habe immer geschaut, dass ich 2 Videos pro Woche produziere, 2 Deutsch und 2 Englisch. Und das war jetzt alles einfach nicht mehr umsetzbar. Ich habe es nicht mehr geschafft, ich habe es nicht mehr auf die Reihe bekommen. Ich bin, ja, ich krieg es nicht mal mehr hin, dass ich mit meinem Fotografen rausgehe und Fotos von mir machen lasse. Weil wenn ich mich bücke und meine Schuhe bind und dann wieder aufkomme, dann bin ich so außer Atem, dass ich nicht mal mehr posieren kann für ein normales Foto. Es ist absolut bescheuert. Es ist aber so. Und wenn ich jetzt draußen bin und ein Video drehe und ich möchte mir meinen Rucksack schultern, dann falle ich mitsamt dem Rucksack um. Also es ist eine Dimension, von der ich nie gedacht hätte, dass ich als eigentlich schon immer gesunde und bewusste Person da hineingerate.
Ich weiß noch nicht, wie das weitergehen soll, aber klar ist, es muss irgendwie weitergehen. Es geht ja gar nicht anders. Ich habe Rechnungen zu begleichen. Ich kann nicht einfach sagen, ja gut, dann arbeite ich halt jetzt nicht mehr. Und in meinen Job als Kinderpflegerin möchte ich in der momentanen Situation auf gar keinen Fall zurückkehren. Also es muss irgendwie sich ein Weg auftun, wie es weitergeht. Und ich muss mich irgendwie da durchwurschteln, aber ich weiß halt noch nicht, wie. Das muss ich jetzt Step by Step angehen. Und ich muss weiterhin Videos produzieren. Es führt da gar keinen Weg dran vorbei. Ich werde jetzt morgen weiterdrehen mit der Be Prepared-Serie, mit Sei vorbereitet. Und werde da ja, schauen, wie es funktioniert. Es muss ja irgendwie funktionieren. Ich habe mir Hilfe ins Boot geholt. Bin also nicht komplett alleine. Und dann muss man einfach schauen, wie sich es entwickelt. Ich meine, es wird jetzt gerade probiert, diese Schilddrüsenaktivität ein bisschen zu hemmen. Es ist noch nicht gelungen, dass dieser Prozess gestoppt wird. Da wird jetzt gerade noch geschaut, wie man das aufhalten kann. Im Moment ist es nicht mehr ganz so beschleunigt, aber einfach noch keine Normalbasis. Und dann muss ich schauen, wie ich körperlich in der Lage bin, weiterzumachen. Aber klar ist, es geht irgendwie weiter. Die Gewichtszunahme, die ich dann hoffentlich langsam aber stetig wieder habe, ist nicht nur für den Körper gut, sondern auch für meine Psyche. Denn ich fühle mich natürlich so in meinem Körper jetzt auch nicht wohl. Also wenn ich jetzt auf dem Boden sitze, dann tut mir der Hintern weh. Wenn ich einatme, sieht man meine Rippen überall. Ich habe natürlich nicht nur an den Oberschenkeln und so abgenommen, sondern auch an der Oberweite. Und ich fühle mich so jetzt, wie es aktuell ist, muss ich ehrlich sagen, an meinem Körper nicht mehr wohl. Also das ist nicht das, wie ich aussehen möchte. Stress spielt ja in der Gesundheit auch immer eine ganz, eine große Rolle und es gibt den Stress, den kann man reduzieren oder aus dem Weg gehen und dann gibt es diesen Stress, der ist unausweichlich und da gibt es auch keinen Alternativweg. Man muss sich dem Stress stellen oder den Stress weiter aushalten und diese Art von Stress habe ich jetzt aktuell auch. Ein paar von euch wissen, dass bei mir die Oma mit im Haus wohnt. Ich bin die Pflegeperson von der Oma. Die Oma war jetzt schon seit Jahren pflegebedürftig, aber immer noch moderat. Es ging immer noch so einigermaßen. Und jetzt ist die Oma Pflegegrad 3. Sie kann eigentlich selbstständig gar nichts mehr machen. Ist nur noch im Rollstuhl unterwegs und das auch nur noch sehr eingeschränkt. Und es ist natürlich neben Familie, neben Hof und Job eine enorme Belastung. Nicht nur finanziell, weil da kommen natürlich auch viele Kosten auf einen zu. Man bekommt zwar Unterstützung vom Staat, aber jeder, der mal in der Situation war, der weiß, das reicht. Jeder, der mal in der Situation war, der weiß, das reicht vorne und hinten nicht aus. Also das ist ein Puffer zusätzlich. Aber wenn die Person keine gute Rente hat, dann ist es ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und also das muss ich eben auch alles noch auffangen. Finanziell und körperlich, was natürlich jetzt in meiner aktuellen Situation wirklich Gift ist, diese Anstrengung. Und ich habe jetzt auch einige Umbaumaßnahmen machen müssen. Handwerker sind sowieso im Moment schwer zu bekommen. Und dann ist es auch so, dass man diese Handwerker erstmal bezahlen muss. Also habe ich jetzt einen Teil der Baustelle aus eigener Tasche bezahlt und aus eigener Kraft auch bewerkstelligt, umgebaut, einfach schön hergerichtet und behindertengerecht. Und was mir halt jetzt noch bevorsteht, ist ein behindertengerechter Umbau an der Toilette. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das machen muss, weil das ist eine Thematik, mit der ich mich überhaupt nicht auskenne. Wasserrohre und so weiter. Und da habe ich echt Bammel davor. Da muss ich noch irgendwie eine Lösung überlegen, wie ich das kostengünstig machen kann, weil das kommt, das muss zwangsläufig kommen. Also, das ist jetzt halt eine Belastung, der kann ich nicht aus dem Weg gehen. Kommt jetzt noch on top mit dazu. Ja, weiß ich jetzt auch noch nicht wirklich, wie das auf Dauer weitergehen soll, gerade mit meiner Gesundheit, aber das wird sich noch rausstellen. Ich sehe schon die Aufschreie von besorgten Zuschauern, die schreiben, ja, deine Gesundheit steht aber an erster Stelle und du hast Kinder und du hast Verantwortung. Ihr habt damit vollkommen recht. Es ist nicht so, dass ich mich jetzt in unnötige Risiken hineinbegebe. Klar muss man die zukünftigen Videos ein bisschen an den gesundheitlichen Zustand anpassen, aber es ist auch klar, dass ich kein Schreibtisch-YouTuber bin, kein Schreibtisch-Blogger, sondern ich bin ein Outdoor-YouTuber. Ich muss raus, bei mir gibt es Abenteuer, bei mir gibt es Action
Und auch wenn man das vielleicht in der nächsten Zeit ein bisschen runterfahren muss, ist es doch so, dass dieser Weg auch weiterhin in diese Richtung führen wird. Denn es ist auch nicht gesundheitsfördernd, wenn man einen Lebensstil dann pflegt, der überhaupt nicht zu seinem Vorleben passt. Und wenn man jetzt sagen würde, dann mache ich halt keine Waldvideos mehr, dann mache ich nur irgendwelche Gärtnervideos und so. Es ist einfach mein Lebensstil und der wird sich auch nicht ändern. Er wird sich anpassen, aber nicht ändern. Natürlich ist es auch so, so ehrlich muss man sein, YouTuber produzieren ja auch nur das, was bei den Leuten ankommt. Ein Unternehmen produziert ja auch keinen Artikel, der sich nicht verkauft. Also man muss schon immer sich ein bisschen an dem orientieren, was wollen meine Zuschauer. Und es ist eben auch so, dass die Be Prepared Serie, die Sei Vorbereitet Serie, sehr gut läuft. Es trifft anscheinend genau den Nerv der Zeit. Und klar werde ich jetzt dahingehend weiter produzieren, denn ich weiß, es gefällt den Zuschauern und die wollen dann mehr davon sehen. Und wenn man ehrlich ist, habe ich auch gar keine große Auswahlmöglichkeit, was die finanzielle Zukunft betrifft. An dieser Stelle muss ich mich natürlich auch bei den Leuten entschuldigen, die ich mehr oder weniger angelogen habe. Ich habe dieses Thema einfach lange unter den Teppich gekehrt und jetzt bin ich an einem Punkt, wo es mir eben gesundheitlich so schlecht geht, dass ich es nicht mehr leugnen kann. Und ihr seht auch, dass es mir nicht gut geht. Man sieht es an der Gesichtsfarbe, man sieht es am Gewicht. Es ist offensichtlich und ich finde es jetzt einfach nur fair, dass ich euch da mit ins Boot hole und euch einfach sage, was los ist, weil sich eben ganz viele meiner Zuschauer auch wirklich Sorgen gemacht haben. Und das ist natürlich nicht fair, wenn ich da ja einfach nicht offen mit euch bin. Also ich bin schon der Meinung, dass man, auch wenn man in der Öffentlichkeit steht, Dinge für sich behalten kann und dass man nicht alles an die große Glocke hängen muss und dass man nicht alles erzählen und preisgeben muss. Aber es ist eben auch so, dass der Zuschauer, der sich Sorgen macht, keine Standardantwort bekommen will, dass alles in Ordnung ist und es passt schon alles, wenn es eben offensichtlich nicht so ist. Also an dieser Stelle nochmal Entschuldigung, dass ich das einfach nicht zur Sprache bringen wollte. Ihr wisst jetzt wieso. Ihr wisst also jetzt, was Sache ist. Ihr wisst, dass ich vielleicht in den nächsten Wochen noch etwas zurückstecken muss, bis ich wieder auf den Normalzustand zurückkomme, auf das normale Level. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Ich habe ja letztes Jahr bei meiner Neuroborreliose-Erkrankung schon mitbekommen und auch ganz deutlich gemerkt, dass ich eine ganz tolle Community habe, die zu 110% hinter mir steht. Das ist auch nicht selbstverständlich und da bin ich sehr dankbar drüber und sehr froh, dass es so ist. Also, morgen geht's wieder los zum Produzieren. Ich versuche wieder den Faden aufzunehmen und ja, the show must go on. Ein bisschen weiter produzieren. Keiner weiß, wie es sich entwickelt, wie ich gesundheitlich dastehe in der Zukunft. Aber ich bin ein positiver Mensch und ich bin der festen Überzeugung, dass auch das wieder leichter und besser wird. Es kann sich nicht zu 100% zurückentwickeln, aber es wird, davon bin ich ganz fest überzeugt, auch wieder besser werden. Genau, an dieser Stelle klinke ich mich jetzt aus. Ihr wisst jetzt, was Sache ist. Ihr wisst, dass ich in ärztlicher Behandlung bin. Also eure Sorgen sind nicht unbegründet, aber die kann ich euch jetzt vielleicht ein bisschen nehmen. Genau, also morgen geht's weiter mit der Sei Vorbereitet Serie und vielleicht bist du ja auch mit dabei. Ich freue mich. Bis dann. Ciao.